Wie sehe ich aus? Wenn du Lust auf den Penner-Look hast, würde ich die Tonne mit den Hosenträgern bevorzugen. Das ist für meine Junggesellenparty. Mann, das wird ein Knaller. Meine Freunde und ich zelten im Wald und tun das, was Männer so tun. Wollt ihr nicht lieber nach Las Vegas? Oh Gott, ja. Aber Camp ist eine Turnierfamilientradition. Wie vom Blitz getroffen zu werden oder bei so einem Pyramidenspiel mitzumachen. Oh Gott, wir brauchen neue Traditionen. Meine Junggesellinnenparty wird eine ziemlich heftige Sause. Palmer-Turnier, Jude Law-Filme ansehen, Brownies mit echter Butter backen. Wir lassen die Kuh fliegen. Sag deiner Mom und Maddie, dass die Party um 17:30 anfängt und sie sollen pünktlich sein. Der Spaß ist bis auf die Minute genau geplant. Das ist ja genau die Definition von Spaß. Oh, hab ich ganz vergessen. Irgend so ein Typ, Shane von Armani, erwartet deinen Rückruf. Wenn du eine Woche lang nichts kaufst, rufen sie dann an, um zu fragen, ob du noch lebst? Nein. Shane ist ein Ex-Freund von mir. Ich habe seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Ich frag mich, wo er meine neue Nummer her hat. Ah, hallo, Kinder. Wie geht's? Oh, Bobby, lass mich raten. Du warst in einem Salon und jemand hat dein Muli entführt. Armani. Dad, hast du heute zufällig Shane gesehen? Aber ja. Ich habe ein bisschen bei den Wollwaren gestöbert und da war dieser gut aussehende junge Mann, der sogar vollständig angezogen war. Wusstest du, dass er inzwischen Marketingleiter für den weltweiten Vertrieb ist? Nein. Mhm. Wieso hast du ihm meine Nummer verraten? Weil er gehofft hat, dass dich Shane vom Hocker haut, bevor du den falschen Mann heiratest. Er wollte nur mit Liz essen gehen, um zu hören, was sie so treibt. Du bist unglaublich paranoid. Dann haben sie ihm auch gesagt, dass Liz verlobt ist, oder? Guckt euch mal diesen sagenhaften Schal an. Normalerweise beachte ich die Sonderangebote gar nicht, aber... Dad, also wirklich, wieso hast du ihm nichts von Bobby und mir erzählt? Lizzie, ich finde, dass jede Informationsweiterleitung einen Nutzwert haben muss. Da schleppt Philipp echt einen reichen Pinkel an, um Liz und mich auseinanderzubringen. Schade, dass wir keinen reichen Pinkel kennen, um ihn und Simon auseinanderzubringen. Oh mein Gott, was haben die mit mir gemacht? Ich wünsche mir, dass ich einen reichen Pinkel kennen würde. Au, meine Augen! Was macht ihr beiden Idioten da? Ich wollte nur das Mückenspray testen. Was frühst du ihm das in die Augen? Wir brauchen es noch für den Campingausflug. Mace, wir müssen dringend über die Smoking-Frage bei der Hochzeit sprechen. Kann man das auch gegen Schwule einsetzen? Diese Bar schützt dir schon genug vor Schwulen. Die Accessoires, die sie ausgesucht haben, sind inakzeptabel. Es geht doch nur um eine karierte Weste und eine Krawatte. Was wir nach dem Gesetz der Schwulen nicht tragen können. Ja, das müssen sie aber. Das ist eine Familientradition, wie das Campen bei der Junggesellenparty. Ach wunderbar, die Junggesellenparty. Das Übergangsritual, bei dem jeder Neandertaler so viel Alkohol konsumiert, wie er selber wiegt. Und eine exotische Tänzerin angafft, nur um sich dann in seinem eigenen Erbrochenen zu wälzen. Der redet ja wie eine Frau. Wir müssen nicht mit denen in einem Zelt schlafen, oder? Nein, nein, nein. Die kommen nicht mit. Stellt euch vor, die beiden Heidis campen mit uns. Ich will darauf hinweisen, dass wir beide ausgezeichnete Camper sind. Wahrscheinlich. Sie würden es nicht eine Nacht draußen aushalten. Wir würden es genauso lange aushalten wie Sie. Gut, wenn Sie mitkommen und durchhalten, vergessen wir die karierte Krawatte und die Weste. Geht klar. Geht klar? Ich dachte, wir wollten einen auf beleidigt machen und rausstürmen. Ja, aber wenn wir campen gehen, können wir uns ganz viele neue Klamotten kaufen. Hey, was soll das, Pap? Ich will nicht, dass Sie mitkommen, erst recht nicht nach dieser bekloppten Nummer mit Shane. Denk doch mal nach, das ist die perfekte Gelegenheit, um dich zu rächen. Dann zeigen wir Ihnen mal, dass im Wald nicht nur blau, sondern auch Braunbären sind. Also? Abgemacht? Glaubst du, Armani hat auch Wanderstiefel? Ja, in Ordnung. Ich liebe Junggesellinnenpartys, Trinken auf den Putzer und männliche Stripper. Dad hat mich diese Woche in einen Dollarschein bezahlt. Ich bin schon ein bisschen nervös. Ich habe noch keinen Mann nackt gesehen, außer deinem Vater. Oh Gott, hier. Du brauchst sie dringender als ich. Party! Herzlich willkommen! Sind wir am richtigen Tag hier? Mädels, das sind Bobbys Mom Audrey und seine Schwester Maddie. Das sind Gwen, Jordan, Elise, Pam und Jordan. Ich bin Jordan F. Sie ist Jordan B. Moment mal, ich bin auf eine Junggesellinnenparty eingeladen worden. Wo ist das Fass Bier? Wo sind die nicht jugendfreien Lollis? Nicht jeder von uns betrinkt sich und betet am Altar der männlichen Anatomie. Kriegen wir gleich ein Problem, Jordan F.? Super Junggesellenparty. Komm schon, was willst du denn noch? Dass mich nicht all meine Freunde auf den letzten Drücker versetzt hätten. Du hast ja noch deine Cousins. Erster! Verdammt! Noch eine Runde? Her damit!
getrunken? Noch ein Sixpack und wir sind allein. Ach ja, da sind ja noch Simon und mein Kumpel Philipp. Oder sie haben aufgegeben und sitzen wieder im Auto, das wäre schön, hä? Die sind bestimmt dabei, sich unten am Bach nach Zecken abzusuchen. Ach, das haben die da gemacht. Was ist das? Das sind Simon und Philipp, die haben Bimmelglöckchen, die angeblich Bären abschrecken. Wollen die wirklich mit Glöckchen aufkreuzen? Sieh an, wenn das mal nicht Hänsel und Gretel sind. Warum haben sie so lange gebraucht? Oh, unsere Rucksäcke waren so schwer und wir mussten Ballast abwerfen. Wir haben den Staubvertilger zurückgelassen. Oh, wie klug. Sie sind spät dran, also erwarten Sie nicht, dass wir Ihnen helfen, das Zelt aufzubauen. Wie schnell kriegen Sie Ihr's hoch, Mace? Ach, immer schön den Ball flach halten, alles klar? Ich gehe mit den Jungs Fische fangen, Sie können Holz sammeln, damit wir sie auch garen können. Ach, nicht nötig, wir haben zwei Gaskocher mit. Und wie wollen Sie die ankriegen ohne Gas? Tja, aber das reicht nur für eine halbe Stunde, also braucht man wohl oder übel mehr Gas. Aber heute Nacht wird es kalt und deshalb brauchen wir Holz fürs Lagerfeuer. Es sei denn, Sie wollen sich Ihre Zehen abfrieren. Keine Sorge, wir haben nämlich beheizte Socken. Die sind schön kuschelig. Ich werde es mal so formulieren. Wenn Sie nicht gleich mit einem Haufen Holz antanzen, werden Sie bei der Hochzeit karierte Krawatten und Westen tragen. Wir sind schon weg. Oh, Zeckencheck. Ich glaube, ich habe hier welche. Ja, Sekunde. Warte, jetzt bleib mal stehen. Hopp. Warum hast du ihnen gesagt, dass wir angeln gehen? Hier ist überhaupt kein See. Keine Sorge, ich werde dir mal was zeigen. Oh, Überraschung! Schöne Junggesellenparty, mein Junge. Ist ja ein Hammer. Wie geht's, Leute? Papp, die Hütte ist Wahnsinn. Denkst du wirklich, ich hätte dich bei den Temperaturen draußen zelten lassen? Das ist doch eine Familientradition. Ja, wie vom Müllwagen überfahren zu werden, aber deshalb stelle ich mich trotzdem nicht Dienstag früh auf die Straße und warte. Danke, Papp. Wir müssen doch Simon und Philipp nichts von der Hütte sagen, oder? Was denn für eine Hütte? Ich weiß nichts von der Hütte. Weiß hier irgendjemand, wovon er spricht? Onkel Mace, ich glaube, dass er diese Hütte meint. Lass die Party beginnen! Das war ein toller Film, oder? Als Jude Nicole ihm vorgesagt hat, das war echt total traurig. Nein, wisst ihr, was total traurig ist? Dass ich jede Menge Dollarscheine habe und keinen Slip, wo ich die reinstecken kann. Wieso steckst du sie dir nicht in den Mund? Wieso isst du nicht noch eine Schale Artischockendip und schließt dich wieder im Badezimmer ein? Na, endlich. Liz, ich habe während des Films rumtelefoniert. Das ist mein Verlobungsgeschenk für dich. Oh, das ist doch kein männlicher Stripper, oder? Nein, es ist kein männlicher Stripper. Hi! Mädels? Das ist Sascha. Sascha ist eine Stripperin. Auf Wiedersehen. Maddie, ich bin sicher, dass du irgendwie nach Hause kommst. Nein, sie ist Strip-Aerobic-Trainerin in meinem Fitnessstudio. Sie wird uns zeigen, wie das geht. Na los, sag dein Motto. Gib jemandem einen Stripper, dann strippt er einen Tag. Zeig jemandem, wie man strippt, dann wird er sein Leben lang strippen. Zu dumm, Junge. Wer einen verzieht, muss einen wegziehen. Okay, Danny ist dran. Hey, Danny. Oh Mann, ich hatte vergessen, was er für ein schlechter Spieler ist. Sollten wir uns nicht mal bei Simon und Philipp blicken lassen, sonst werden sie noch misstrauisch. Ja, ich hol nur mal schnell unseren Fang. Das Baby hat sich im Laden ganz schön gewehrt. Hey, wartet mal. Ihr könnt jetzt nicht gehen. Ich habe etwas Männerunterhaltung zum Angucken mitgebracht. Wie wär's mit schokoladiges Böckstück? Warte mal. Das ist Schokolade zum Frühstück. Nein, das... Verdammt! Die meisten denken, dass Trip-Aerobic keine echte Übung ist. Aber wenn du anfängst, dich zu bewegen und zu zappeln, spürst du schon bald das Ziehen. Später kommen noch ein paar japanische Geschäftsmänner, an denen ihr üben könnt. Maddie! Entschuldigt, alter Stripperwitz. Maddie, vielen Dank für dein liebes Geschenk, aber ich finde, dass Strippen für Frauen entwürdigend ist. Wir dürfen unsere Körper nicht zu unserem Nutzen einsetzen. Ihr habt alle bei Cold Mountain geflennt und sie knackt eine Walnuss mit ihrem Hintern. Wer hat mehr Nutzen? Hey, Pap. Wie werden wir sie los, wenn sie immer noch da sind? Entspann dich, es ist dunkel, es ist kalt. Ich wette, unsere kleinen Regenbogen-Ranger sind schon dabei, ihr Zelt zusammenzupacken. Cool.
Kumbaya, liebe Naturfreunde. Na, ein Glück. Yogi und Bubu haben den Picknickkorb gefunden. Oh, wo sind die Erlöser-Zwillinge? Oh, die zwei wollten noch nackt im See baden gehen. Das tut mir leid für den See. Oh, gut, sie haben Seebarsch gefangen. Das ist mein Lieblingsfisch. Sie haben einen Seebarsch in einem Teich gefangen? Ja, ein Fisch kann sich doch auch verirren. Oh nein, der Wein passt besser zu Süßwasserfischen. Oh, das ist ja blöd. Hm? Fahren Sie nach Hause. Ich glaube nicht. Philipp, hilf mir beim Filettieren. Pap, wir werden sie nicht los. Sie sind bessere Camper als wir. Nein, wir werden diese Wette gewinnen. Was können wir nur machen, damit sie nach Hause fahren? Was können wir machen? Jetzt habe ich den Tisch so schön gedenkt. Komm, komm, mach schnell, komm! Ich schulde dir was. Ihr seid scharf, Ladies. So findet man seinen inneren Stripper. Mrs. O'Neill, wollen Sie es auch mal versuchen? Ja! Oh nein, ich kann nicht. Ich kann. So was nicht. Sie dürfen niemals vergessen, sexuelle Energie ist gute Energie. Sie wurden nicht katholisch erzogen, oder? Nein, aber ich habe eine Schulmädchenuniform. Alles klar. Wie wär's mit der zukünftigen Braut? Hey! Jetzt bin ich aber gespannt! Au! Oh, Entschuldigung, tut mir leid! Mach hier heiß! Okay, versuch deine Hüften zu bewegen. Au! Vielleicht etwas vorsichtiger. Hat hier noch jemand Angst? Was machst du da? Barbara Streisand in Hello, Dolly. Das ist doch albern. Jetzt sehe ich's auch. Wollen wir mal nach den anderen sehen? Simon, denen ist sicher genauso kalt und ungemütlich wie uns. Riecht's hier irgendwie nach Gegrilltem? Nein, mein Mückenspray hat Barbecue-Duft. Weißt du, ich gebe auch einen Steppkurs. Liz, das war sicher anstrengend. Gönn dir ein kleines Päuschen. Ja, hör auf die Karottenbirne. Okay, aber das nächste Mal habe ich's voll drauf. Na, Mrs. O'Neill, wollen Sie es jetzt nicht mal versuchen? Sie sind die Letzte, die sich noch sträubt. Ich weiß nicht so recht. Das hat bei Liz ganz schön schwer ausgesehen. Kommen Sie da los! Gut. Wie haben Sie das angestellt? Na ja, ich war in der Highschool recht sportlich. Oh, Sie waren im Gymnastikteam. Na, Schätzchen, im Wrestlingteam. Ach, Philipp, hör auf. Ich bin nicht in Stimmung. Ich fühle mich gerade sehr unfrisch. Ich fass dich gar nicht an. Ach, und was war... Oh mein Gott, Gott, ein Eichhörnchen! Was aus! Mace! Mace! Simon, Sie sind weg! Hier ist auch keiner. Bären! Oh, schnell die Glocken! Schnell die Glocken! Hallo?
Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Wir gehören zu einer Junggesellenparty. Aber jetzt sind alle weg und wir sind gerade von wilden Tieren angegriffen worden. Naja, möglicherweise kann ich was dagegen tun. Oh, gut. Sie fordern über Funk Hilfe an? Was für ein Parkranger sind Sie? Ein Unanständiger. Was tun Sie denn da? Ich sollte auf einer Junggesellenparty einen Strip hinlegen. Oh, Sie armes Ding. Siehst du, das haben wir nun von den Sparmaßnahmen beim Umweltschutz. Ich dachte eigentlich, dass es in der Hütte stattfindet. In der Hütte? Hier gibt's aber keine... Oh. Nicht zu fassen, dass wir uns Schokolade zum Frühstück ansehen. Heulst du etwa? Du solltest denn ihr Kleber abschießen. Oh oh, wir kriegen Besuch. Ja, hallo, Ranger. Entschuldigen Sie bitte, ich muss Ihnen dringend etwas mitteilen. Ja, das glaube ich aber auch. Es gibt etwas Ernstes. Ja, in meiner Hose. Entschuldigen Sie bitte, ich bin gerade an einem verlassenen Camp vorbeigekommen, das hinter dem Hügel liegt. Ja, los, beschimpf mich, Baby. Warten Sie mal, das ist gar nicht heiß. Eine Sekunde, Sie sind ein echter Parkranger? Aber natürlich bin ich das. Kannten Sie die Menschen, die in diesem Camp waren? Ja, Sie sind Freunde von uns. Wir haben Ihnen einen Streich gespielt. Das ist kein Scherz, Sir. Sieht nach einem Bärenangriff aus. Die hier habe ich in einem Haufen schockgefrostetem Risotto gefunden. Oh mein Gott, Pap. Ich wollte Ihnen einen Streich spielen, aber ich wollte doch nicht, dass Sie von Bären gefressen werden. Kommt, Jungs, wir müssen Sie suchen. Beeil dich doch. Sie waren toll. Danke. Die gucken auf einer Junggesellenparty Schokolade zum Frühstück? Bei sowas und bei Hallenfußball verstehe ich Heterotypen einfach nicht. Es ist schön. Also, wie war das jetzt nochmal? Ganz leicht. Erstens Haferschleim, Gesichtswasser, Feuchtigkeitslotion und der Schlüssel. Nochmal Gesichtswasser. Das ist furchtbar. Was soll ich denn Liz sagen? Guten Morgen. Eine brasilianische Nussmischung? Ich gebe Ihnen gleich eine brasilianische Nussmischung. Was haben Sie denn hier verloren? Haben Sie die ganze Nacht gesucht? Ich glaube nicht. Sie haben uns ausgetrickst. Ach, aber uns lassen Sie draußen im Regen stehen, während Sie eine warme, trockene Hütte hinterm Hügel haben. Das ist was anderes. Das war wenigstens lustig. Wissen Sie, was noch lustiger ist? Sie haben verloren, weil Sie geschummelt haben. Also, ich muss schon sagen, Bobby, ich bin von dir sehr enttäuscht. Von Mace hatte ich ja sowas erwartet. Wow, jetzt bedeute ich Ihnen was? Sie haben ja immerhin versucht, Liz mit Ihrem Ex-Freund wieder zusammenzubringen. Wovon sprichst du da? Er hat irgendeinem Shane Liz Nummer gegeben und hat vergessen zu sagen, dass wir verlobt sind. Philipp, wie konntest du nur? Warte, nicht weggehen, du weißt doch, wie das ist. Immer schön wir gegen die. Ich weiß, dass ich kein hohes Tier bin, das eine Menge Geld verdient. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Kerl, der nicht auf dem College war, der hinter der Bar steht, kein Sparkonto hat. Bobby, ich bin auf deiner Seite, aber das soll auch so bleiben. Okay. Es ist doch so. Offensichtlich lieben Liz und ich uns. Also gewöhnen Sie sich daran, dass ich bald Ihr Schwiegersohn werde. Ach, ich weiß. Ich meine, ich weiß. Oh, Bobby, es tut mir leid. Jetzt ist aber mal gut mit dem Schmalz. Das ist eine Junggesellenparty und ich würde gern noch was davon retten. Wie soll hier ein bisschen Stimmung aufkommen, wenn die vergessen haben, eine Stripperin zu schicken? Nur blöd, dass Sie ein Parkranger sind. Sie sind wirklich heiß. Also Sie... Eigentlich bin ich eine Stripperin. Aber Philipp und Simon haben mich davon überzeugt, meine Ausbildung als Zahnarzthelferin fortzusetzen. Also strippe ich nicht mehr. Ihr seid wirklich die... Oh. Macht's gut. Hey, vergessen wir das. Wir können doch ohne Frauen Spaß haben, oder? Ja! Uns beide müssen Sie davon sowieso nicht überzeugen. Krieg das hin, okay? Und wir hören nicht auf, bis ich das kann. Hey! Du kannst es! Der Knoten ist geplatzt, du hast es voll drauf, Liz! Und bin ich heiß? Total heiß und total sexy.
Ich wusste es. Warte, du hast deine Stange vergessen. Kannst du behalten.